Der 11-jährige Vincent. In der Schule hat er immer wieder Probleme mit der Gewalt. Das bin ich, der böse König. Und das sind hier alles meine Wachen. Mal wird Vincent angegriffen, mal teilt er aus. Ja, andere sagen immer Schwächling, Schwächling, beleidigen mich, greifen mich auch selber mal an. Deswegen würde ich gerne so ein Königreich führen, wo andere mich auch beschützen. Weil er als notorischer Störer galt, wollten ihn die Lehrer nach der Grundschule eigentlich auf eine Förderschule schicken. Doch Vincents Mutter und sein Stiefvater kämpften für ihn. Kurz vor Schuljahresbeginn erstritten sie bei den Behörden einen Platz für Vincent in einer ganz normalen Klasse, in der neuen Sekundarschule Dienstlaken. Eine sogenannte Inklusionsschule, feierlich eröffnet im letzten August. Kinder mit und ohne Handicap sollen hier gemeinsam lernen. Also, fangen wir an zu zählen. Ein Gesetz soll dies schon bald überall in NRW zur Pflicht machen. Die Politik will das so. Fünf Monate lang werden wir Vincent und andere Kinder im Schulalltag begleiten. Wir wollen wissen, funktioniert das Experiment Inklusion? Hallo. Für Vincent geht es gleich los. Ein persönlicher Coach soll dabei helfen, Konflikte im Schulalltag zu vermeiden. Und schon mal einen schönen Start. Dir auch? Ja? Und ja. Ihnen auch, ne? Vincent, was ist denn für dich wichtig jetzt so, wenn du an die neue Klasse denkst? Ja, es ist nicht mehr Streit mit den Kindern so oft hab. Sagen wir es mal so, er wird halt laut. Und wenn man ihn dann wirklich auch angreift, schubst oder wie auch immer, und er ist ja nun mal eigentlich sehr kräftig und bei ihm reicht eigentlich nur ein Schubs und derjenige fällt. Ne? Also ich möchte für ihn, dass er eine vernünftige Zukunft halt eben hat, ne? Und einen geraden Weg gehen kann. Ne? Dass er die Möglichkeit bekommt, wie andere Kinder auch, ne? Nur wegen dem Förderbedarf jetzt auf eine Förderschule gehen zu müssen, sehe ich nicht ein. Also als Mutter möchte ich halt das Bestmögliche für mein Kind.